Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Dinkum. Ein neuer Tag. Ich habe die letzte Nacht noch genutzt. Ich zeige euch das mal kurz. Hier hinten habe ich den Weg entfernt. Da wisst ihr noch, da ging das hier entlang. Was ein bisschen schade ist, und das werde ich später wahrscheinlich nochmal ändern, ist, dass ich das Museum nochmal anders positioniere oder so. Oder ein Stück nach rechts setze, um dann hier den, um das Ganze einfassen zu können. Ne? Aber das können wir erst machen, wenn wir genügend Kohle haben, um die ganzen Sachen zu versetzen. Jetzt haben wir hier den Erwin. Ich sage immer Erwin. Er heißt... Hier. Unser Hühnchenmann. Erwin, ja, richtig. Da wird gerade sein Haus gebaut, man hört es auch. Da klappert's. Genau, da habe ich noch die notwendigen Materialien reingelegt, habe hier so einen kleinen Weg hingesetzt und ansonsten habe ich hier nicht viel gemacht. Hab die Erde ein bisschen von dem Weg da vorne hier hinten umgeschichtet, damit er hier ein bisschen Platz hat. Aber ich denke, das passt ja. So, dann hat nämlich Rain einen Nachbarn. Und wahrscheinlich werden wir das Museum auch hier dann verdrehen oder so. Mal gucken. Gut, man muss es wahrscheinlich einmal versetzen, den Boden vorbereiten und dann wieder versetzen, damit der Boden ein, man da praktisch ein Fundament sozusagen drunter packt. Ich weiß es nicht. Moin ihr Hühnchen, wie geht's euch? Es ist eine neue Folge, ein neuer Tag. Können hier schon mal die Eier mitnehmen. So. Jetzt macht gleich John auf. Wir müssen jetzt... Oh, wer ist denn da zu Besuch? Ein pinkes Zelt. Mit Schere. Friseur drin. Hallo. Ich kenne dich noch gar nicht. Na? Sieht ja auch niedlich aus. Sally ist es. Sallys Backwelt in dem Spiel. Nicht schlecht. Na? Sally? Fertig für den Haarschnitt? Cool. Sprechen wir sie mal an. Hi. Hairstylist. Das ist natürlich wichtig. Ein Haarschnitt. Muss ich mich hier hinsetzen? $5000 für einen neuen Hairstyle. Haarfarbe. Oh, muss ich? Nee, will ich nicht. Style isn't for everyone. Du bist doch ein bisschen... Nur weil ich jetzt deine Dienstleistung abgelehnt habe? Deswegen bist du jetzt pissed? Kann nicht dein Ernst sein, oder? Hast du vielleicht eine... Die stehen auch so. Komm, wir haben die gleiche Brille, nur ich habe eine Sonnenbrille auf. Ihr wollt mit mir knutschen, habt ihr gemerkt. I wanted to chat. Jobs? A fly. Ja. Kriegst du. Da habe ich genügend. No problemo. Fliegen haben wir, glaube ich, mehr als genügend. Bitteschön. Wer wünscht eine Fliege, oder? Möchtest du irgendwas haben? Ja, ich wünsche mir eine Fliege. Naja, vielleicht gibt es einen Haarschnitt umsonst. Black Sneaker. Cool. Dankeschön. So. Die packen wir direkt in unsere Klamottenkiste, die schwarzen Tüchchen. Dann Elektroei. Wenn es unter 60.000 ist, machen wir es kaputt. Moin, John. Oh, 1,7 dürfte viel geben. Ah. Also, wenn es unter 60.000 ist, aufschlagen hieß es. Das sind 56. Also schlagen wir es auf, weil Opale mehr bringen. Oder warum? Gib's mir wieder. Da gibt's mir nicht wieder. Ich kann's nicht mehr aufnehmen. Doch jetzt. Tschüss, John. So, jetzt müssen wir hier mal den ganzen Kram einsammeln. Sind das unsere Bienen gewesen? Ne, sind auch.
Firefly haben wir 4 Stück. Wir müssen mal ganz kurz das Inventar leer machen. Aber ein Opal ist 15.000 wert. Ein Opal ist 15.000 wert und die... das Ei, das kann doch nicht sein. Wieso macht das Sinn bei 60.000? Ich habe das jetzt auch noch aufgeschnappt, weil das jemand im Chat geschrieben hat. Also in der Regie, entschuldigt. Das Schild müssen wir auf jeden Fall verkaufen. So. Ganz kurz mal hier den Chrom loswerden, was wir jetzt nicht mitbrauchen. Den müssen wir nicht mitnehmen. Das Netz nehmen wir weiterhin mit. Ja, passt. So. Weil dann verkaufe ich das. Die 60.000 können wir als Abzahlung annehmen. So, ich glaube, die hatte ich doppelt, ne? Fliegen, Käfer, ja. So, den Stinkbug, den heben wir am besten auf. Die Schmetterlinge, Fliegen können wir auf jeden Fall verkaufen. Dann können wir den. Das hier. Da ist noch eine Fliege zu viel. Dann 2 Schmetterlinge. Und das war's doch. Ah, das Schild wollte ich verkaufen. Siehst du, das ist nämlich auch viel wert. Dankeschön. Nee, ich verkaufe das Ding. Also ich glaube, ich hatte maximal 1 oder 2 Opale aus so einem... Nein. Nein. Ich glaube, ich hab's. Habe ich versagt? Warte. Nein. Oh, ich dachte schon. 1,7. Ja, ich verkaufe es. Ich weiß, dass die anderen Eier leichter waren, die ich bisher verkauft habe. So, können wir jetzt eigentlich schon Schulden abzahlen? Ja, können wir schon. Also, zahlen wir schon mal den ersten Teil ab. 48, 7, 3, 8. So, genau. Was wir jetzt machen müssen in dieser Folge, ist den Käfig für die Wombats vorbereiten. Deswegen müssen wir uns das, wie heißt Handling License brauchen. Handling. To raise Wombats. Das ist sehr nice. So, was haben wir denn noch? Wir haben so viel im Moment. Die Mining License haben wir Maximum. Logging License. Kriegen wir eine bessere Axt? Das wäre eine Überlegung. Fischen haben wir das Level zu niedrig. Trapping License würde uns besser Fallen geben. Wir könnten direkt auf Pleeps gehen. Das sind diese Schnabeltiere, ne? Inventar erweitern. Vehicle License. 7.200. Aber so viel Geld haben wir lange nicht. Nee. Bis wir einen Hubschrauber haben, mir würde erstmal so ein Motor-Jetski da lang. Bessere Fallen, mehr Inventarplatz. Komm, Inventarplatz ist gut. Dann haben wir nicht so viel mit dem Aussortieren. Was ist denn die nächste Stufe? 2000. Also ein bisschen viel. Wie sieht das Inventar jetzt aus? Sind 3 dazugekommen, würde ich sagen, oder? Ja. Achso, Toolbelt können wir noch machen. Genau, das ist die erste Stufe, die dürfte ja nicht so teuer sein. Doch, wir hatten schon einen Toolbelt. Nee, ich spare meine Dinger. Das ist Quatsch. Inventarplatz. Ich will das mal sparen, damit wir dann auf die coolen Sachen gehen können. So, apropos coole Sachen. Wie sieht es hier aus? Want to practice smelting. Theodore, der hätte gerne 1 Spinifex-Taft.
Aber sowas von. Und den Alpha-Kroko, ah, ich weiß nicht. Wollt ihr nochmal einen Kampf sehen gegen Alpha-Kroko? Ich meine, der Kampf bringt auf der anderen Seite, bringt das Ding, glaube ich, fast 30.000, ne? Hä, da steht 3 und in der Quest war es 1? Und er hat nur einen genommen. Okay, einfach ein bisschen buggy. So. Da rein, da Resin rein. Cool, so. Müssen nur mal die anderen Viecher hier wieder absetzen. Damit wir ein bisschen Platz im Inventar bekommen. Sollten wir uns doch mal eine Kiste machen und die da ablegen. Dann haben wir eine bessere Übersicht über die Viecher, oder? Hm. Hm. Das teste ich später. Jetzt machen wir erstmal den Wombat-Käfig fertig. Ne, wenn morgen nämlich Irwin dann da ist. Dann können wir direkt Wombats kaufen. Wir müssen, glaube ich, noch ein Tier fangen, ne? So, wo haben wir unsere Fallen denn? Die hatten wir doch eben aussortiert. Haben wir hier welche? Moment, hier habe ich 3. Ich glaube, ich hatte welche ins Haus gelegt, oder? Wo habe ich die eben abgelegt? Ach, da sind meine ganzen Fallen. Ich bin ja einfach ein Depp. Gut, das wisst ihr ja schon. Ja, natürlich. So, das machen wir noch schnell. Bitteschön. So, kurz klimpern. Komm. Jetzt. Nice. So, dann gehen wir noch Tiere fangen und dann bauen wir auf jeden Fall hier die Stelle aus. Wie viel machen wir denn? Wie viel Wombats brauchen wir denn für die Milch? Ich glaube, die sind teuer, ne? Ich glaube, die sind relativ... Kommt mal mit. Ich glaube, die sind relativ teuer. Wieso haben wir so viele wieder? Sind die alle wieder da? Interessant. Oh. Na, nimm doch. Komm mal mit. Komm hier rein. So. Falsche Taste. So, also, Viecher fangen, Wombat-Käfig bauen, freue ich mich schon, wenn die da sind, die sehen so knuddelig aus. Au, 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 ich muss erst deinen Kumpel abgeben, lass mich. Au, oh Gott, jetzt gehe ich hier gleich noch kaputt. Komm her rein. Ich habe vergessen, die Falle hier zu setzen, diese Zwischenfalle. Komm mal her. Komm her. Oh.
So, die nehmen wir noch alle mit. Das bringt uns alles Kohle, um die Schulden abzuzahlen. Wobei, wenn jetzt Irwin einzieht, dann haben wir auch unseren 5 Bewohner und somit die Mission von Fletch erledigt, ne? Die Hauptquest. Bin ich mal gespannt. So, einer war da noch, oder? Ein Vogel war hier oben noch drauf, meine ich. Und dann können wir nicht von der Insel runter, dann ist das Spiel fertig. Juhu! Nein. Nee, das war's. Common Blue Tail. Ich glaube, so eine habe ich noch nicht. Also in meiner Sammlung, die ist schon drin gewesen. Also die ist schon in dem... Ach, die Fallen lasse ich hier liegen. Die ist schon in dem... Im Museum ist auf jeden Fall schon drin, sonst gäbe es nämlich so einen anderen Jingle. Oh, die Äpfel sind reif. Aber die Ernte mache ich später. Ich mache jetzt erstmal die wichtigen... Wer hat denn inzwischen die Äpfel gekackt? Die blöden Kängurus. So, wo haben denn Libellen? Da. Ich glaube, es ist die gleiche. Ja, die hatten wir schon. So, dann schauen wir doch mal, was die Vomit-Käfige so kosten. Da. Also, Iron Bars, Spinifex, Hardwood und Tinsheets und Nails. Wie viel haben wir denn da? 18. Das heißt, wir können 5 Käfige machen. Aber ich denke mal so 3, 4. Wie viel machen wir denn? Da brauchen wir ja wieder Futter, ne? Wahrscheinlich. Dann brauchen wir noch Hardwood. Und Nägel brauchen wir wahrscheinlich noch jede Menge. Also packen wir noch das Zinn ein. Ich fände es irgendwie cool, wenn es so eine automatische Säge gäbe. Wie viel Wombats schenkt man dann so? 3 am Anfang? Ich denke 3, oder? Was war das noch? Spinifex-Topf war das, ne? Und Bleche. Und Nägel. Und wir können jetzt Rezept anpinnen. Das macht es auf jeden Fall leichter. Bienen. Wir müssen unbedingt das Bienenhaus bauen. Das habe ich letztens gekriegt. So. Dann machen wir auf jeden Fall Nägel. Mit Köpfen. So. Also wir haben den Iron Bar haben wir genügend. Wir haben Spinifex-Tuft. Wir können genau 3 Käfige machen. Ich denke, das langt auch. Ja, wir können jetzt 3 Käfige craften. Das langt. Nice. Das langt doch erstmal, oder? Ja. Wir können ja immer noch. Irwin zieht ja jetzt ein, von daher haben wir da jetzt auch keine Hetze, dass wir da irgendwie was anders machen müssen. Oder machen wir 4? Ne, können wir nicht. Da müssen wir Hardwood Plank. Wollen wir 4 machen? Wir haben 4 Hühner. Wir gucken erstmal, wie groß die sind, würde ich sagen, oder? Aber bevor ich wieder alles einräume, gucke ich erstmal, wie groß die sind. Moin. Na, ihr beiden? So. Ach du Scheiße. Okay, wir machen doch keine 4. Boah. What? Ernsthaft? Wie viel habe ich? 3. Okay, wir müssen noch ein bisschen was vom Vorgarten bei Rain entfernen. Alter Vater. Okay.
Okay, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ich hätte jetzt hier so viele gemacht und hätte mich wahrscheinlich voll in die Nesseln gesetzt. Ich glaube... Okay, dann müssen wir... Ich glaube, zwei Reihen müssen wir abhauen. Abbauen. Abhauen vor allen Dingen. Und ich muss noch zwei Zaun besorgen. Passt schon wieder nicht. Nein. Das ist ja blöd. Ja, warte mal, dann haben wir hier vorne das Problem mit dem Zaun. Wobei, da ist es, an der Kante ist es nicht ganz so schlimm, wa? Oder? Doch. Geht nicht. Kann ich nicht mitleben. Ja, dann setzen wir das auf jeden Fall um eins nach hinten. Oh, da ist ja ein Fass rausgekommen. Interessant. So, dann müssen wir noch zwei Stück Zaun besorgen. Zwei Stück Zaun. Die können wir aufnehmen. Ja, die müssen noch weg. Ich habe ja zwei rausgemacht. Ach, wie doof. Jetzt ist schon wieder nachts und ich fange schon wieder an, Erde zu buddeln. So, dann machen wir hier die Treppen rein. Das. Wollte der Vogel hier gerade landen? Hat er sich dann anders überlegt. So. Dann müssen wir den Zaun umsetzen. Da fangen wir am besten hier hinten an. Können wir die vorne nämlich noch reinsetzen. Oh Gott, reicht das überhaupt? Ja, nice. Wieso habe ich zu wenig Zaun? Ach, weil ich zwei rausgegangen bin, genau. Dann holen wir gerade den Rest noch. Machen wir noch, nice. Gut, zum Glück haben wir es mit den Gehegen nicht übertrieben und ich denke mal, die drei sind auch die ideale Menge. So. Hübsch, sehr gut. Müssen wir nur gucken, wie da die Futtertröge sind. Wie groß sind Futtertröge? Können wir die überhaupt herstellen? Nee, das wird uns wahrscheinlich den Irwin verkaufen, oder? Gehe ich mal davon aus. Oder konnten wir auch Futtertröge herstellen? Haben wir das gleichzeitig gelernt? Nee, sieht für mich nicht so aus. Das Spinnrad können wir noch machen. Und Bienenkörbe. Da brauchen wir aber die Königin. Das heißt, wir müssen erstmal... Nee, das können wir irgendwann mal machen. Das Spinning Wheel, damit können wir, glaube ich, können wir damit Faden herstellen? Was ist das? Oder Stoff? Warte mal, ich muss mal das Rezept hier wieder ausblenden. Haben wir noch irgendwas dabei, was hier nicht reingehört? Nee. Das, das und das kommt weg. Und hier kommt der Zaun rein. So,
Äpfel. Aber die haben gar keinen Auslauf, ne? Wenn ich jetzt gar keinen Platz habe. Nein, mach mir keinen. Oh Mist. Komm, wir gehen jetzt schnell ins Bett. Ich will, dass das Gehege da ist. Ich will, dass wir hier das sehen. Sleep. Zum Ende der Folge Wombats kaufen, oder? Wir müssen sowieso mal gucken, was die kosten. Moment. Das bedeutet auch, dass unsere Aufgabe mit Fletch abgeschlossen ist, oder? Moin, Erwin. Kann ich schon bei dir kaufen? Was ist mit ihm los? You scared me. Ja. Ja. Deal. Kriegst du. Das ist ja einfach. Wenn man so einfach. Wann macht er denn auf mit seinem Laden? 10 Uhr. Na, das kriegen wir noch hin. Moin, ihr Hühnchen. Noch eins? Sieht nicht so aus. Ja, cool. Was wollte ich abgeben? Genau, den Kram hier, diese. Das wollte ich abgeben. Jetzt müssen wir bis 10 Uhr hier rumgammeln. Das ist ja auch blöd. Wir könnten mal, können wir die Windmühle schon? Oh. 20 Tinsheet. Wie viel haben wir denn davon? 13. Bis er aufmacht, machen wir jetzt noch eine Windmühle, oder? Ich will diese Folge, will ich noch einen Wombat sehen hier. So, ab 6 Stück wird zum Säckel. Das ist dann die 7. Dann haben wir die. Dann brauchen wir. Oh Gott, das sind da ganz schön viele Sachen. Spring, was war das? Gear. Iron Bar und Old Wheel. Haben wir ja zum Glück genügend. Iron Bar, 5 Stück. Haben wir. Nice. Das hat sich doch gelohnt. Ah, Quatsch. Falsche Position. So. Das ist ein bisschen deplatziert, wenn das hier steht, ne? Es beschleunigt ja alle möglichen Maschinen, wie die Säge, den Grinder und so ein Kram. Sollten wir vielleicht hier ein bisschen umräumen, dass wir die Küche ein bisschen umgestalten. Dass wir es vielleicht hier hinterstellen. So. Das Windrad. Und dann dafür das Ding hier hin. Müssen wir halt die Kisten so ein bisschen umsortieren. Das muss ich halt mal später machen. Aber dann hätten wir die beschleunigt. Ist doch so, oder? Das Windrad beschleunigt alle den Grinder und. Jetzt können wir mal probieren, ob das die Säge beschleunigt. Können wir ja mal mit den Blanken hier mal testen. Das geht nicht schneller. Also die Säge ist es, glaube ich, nicht. Das ging auf jeden Fall nicht schneller, würde ich sagen. Steht bei dem Items dabei. Grinder und Schmelze. Was, die Schmelze auch? Die müssen an der Mühle stehen. Okay, da müssen wir unseren Arbeitsplatz in der nächsten Folge abändern.
Tja, da Irwin hier lieber meine Tiere betrachtet, sehen wir die Wombats doch erst in der nächsten Folge. Das ist ja blöd. Na gut, dann in der nächsten Folge. Mach's gut, Irwin. Bis morgen. Nein, bis später. Tschüss.